Wer eine nicht für sich selbst bestimmte quaderförmige Ausschachtung in der Pedosphäre vornimmt, wird sich deren Sohlbereich unter Einfluss der Gravitation nähern. Servus und abonniere, boom und auf dem Kanal Lach Siffler. Ich bin der Siffler und das wisst ihr bereits, und wenn nicht, dann müsst ihr definitiv öfters einschalten. Letztes Wochenende war ich in Ballenstedt auf Open Air, auf dem Rock Hearts Festival. Könnt ihr da vielleicht sogar lesen. Und was ich da erlebt habe, beziehungsweise mein Eindruck von dem Gesamtkonstrukt Rock Hearts Festival, möchte ich euch nicht vorenthalten. Es war auf jeden Fall ein geiles Wochenende, so viel kann ich euch schon mal voransagen. Mein Rock Hearts Festival. Ich war jetzt schon auf einigen Festivals und ich war letztes Jahr auch schon auf dem Rock Hearts Festival. Ich war schon auf Grause, ich war schon auf Glorne, ich war schon auf Mittlere. Mit knapp 15.000 Besuchern ist das Rock Hearts Festival eher so die mittlere Größe von einem Festival, was das zu einer angenehmen Größe und für mich zu meinem Lieblings-Open Air macht. Die Location vom Rock Hearts Festival ist überragend. Es ist direkt neben dem Flugplatz, was das Ganze einen gewissen Flair gibt. Ich glaube, ich habe sogar eine Transall dort stehen sehen. Ab und zu startet auch mal ein kleines Flugzeug, das dann übrigens dieses Poster quasi aufnimmt. Das ist die komplette Übersicht vom Festival. Ist voll geil. Bekommt man, wenn man den Müll abgibt. Ja, wenn man den Müll abgibt. Ich gebe den Müll ab, weil sich das so kehrt. Aber dazu kommen wir wann anders. In einem anderen Video-Thema. Weißt? Aber ich schweife ab. Es fliegen ab und zu Flugzeug, keine so große Jumbo-Dinger, sondern eher so kleine Doppeldecker-Flugzeug, die dann halt das Foto machen, zum Beispiel. Auf der gegenüberliegenden Seite vom Festival, beziehungsweise vom Campingplatz, ist die sogenannte Teufelsmauer. Das ist so ein kleiner Hügel, der ist sehr idyllisch, da kann man raufwandern. Das ist so ein Wander-Trampelpfad, wo man raufgehen kann. War ich heuer auch das erste Mal oben, war richtig geil. Denn wer einmal auf dem Rock Hearts Festival war, oder der halt jedes Jahr hier geht, der muss zumindest einmal in seinem Leben auf der Teufelswand gewesen sein. Der Aufstieg an sich ist jetzt nicht wahnsinnig schwer, aber am Schluss zu wird es ein bisschen happig. Und wenn es regnet, wird es halt recht rutschig und dann sollte man eventuell nicht rauf. Ist auch sehr matschig da oben. Aber wir haben ja heuer richtig geiles Wetter gehabt. Also bin ich dann aufgestüffelt und ein bisschen sinniert und so weiter. Und es lohnt sich wirklich. Der Ausblick ist bombastisch. Ein fetter Blick über den Campingplatz. Nur zu den Bühnen sieht man nicht. Man sieht schon über, aber die Bühnen sind mit dem Rücken da. Also sieht man jetzt nicht unbedingt auf die Bühnen. Oder man sieht auch nicht, was für Band da spielt. Aber man hört's. Es ist laut genug. Generell saugeil auf dem Rock Hearts Festival ist wie auf Wacken. Zwei Bühnen nebeneinander, einmal die Rockstage und einmal die Darkstage. Das heißt, wenn die eine Band spielt, baut die andere gerade auf und wenn die dort spielen, bauen die auf. Und immer so hin und her, so gibt es kein großes, ich muss unbedingt warten, bis die nächste Band kommt. Zum Campingplatz gibt es Folgendes zum Song. Es ist ein gemischter Campingplatz, Parken und Zelten. Das heißt, man kann im Auto schlafen, was für mich persönlich ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist, denn für mich gibt es nichts Schöneres wie im Auto zum Schlafen. Kann man bei jeder Witterung, ist praktisch einfach Matratzen rein. Fertig. Der Platz ist sehr überschaubar, er ist auch schön gekachelt in einzelne Felder, beziehungsweise der Campingplatz ist aufgeteilt in Zonen, ich glaube von A bis D war das diesmal. Und in der Nacht ist alles sehr schön beleuchtet, was heißt, eigentlich kann man sich gar nicht verlaufen. Eigentlich ist es fast unmöglich, sich zum verlaufen. Wer mir zufällig auf Instagram folgt, der hat wahrscheinlich in Schneeby schon mal kennengelernt oder zumindest schon mal gesehen. Mit dem bin ich mal rumgesandelt, so ab und zu mal auf dem Rock Hearts Festival und er hat es geschafft. Er hat sich verlaufen. Aber kein Problem, er ist ja dann auch wieder gefunden worden. Und dann haben wir natürlich weitergefeiert, wie es gehört. Party nonstop, 3 Tage lang. Heavy Metal ohne Ende. Ich verlinke seinen Instagram-Account einmal unten in der Videobeschreibung, falls ihr mal Bock habt, auf seinen zu schauen. Ich habe im letzten Video schon erzählt, wie das auf Festivals so mit der Hygiene ausschaut und wie das da so abgeht. Und jetzt mein Resümee zu Kacken am Rock Hearts Festival. 1 Euro kostet das Ganze, wenn man auf eine Keramikschüssel will. Generell war nicht viel los. Duschen hätte man auch können, also es waren Duschcontainer vorhanden, hat 3 Euro gekostet, glaube ich, habe im Kopf. Ich habe natürlich nicht duscht, denn ihr wisst, was ich davon halte. Duschen ist nicht Heavy Metal. Was ein bisschen massiv negativ aufgefallen ist und wo sich auch einige Leute beschwert haben, das waren die Honigsauger. Also die LKWs, die die vollen Dixies aussaugen, die waren nämlich sowas von unregelmäßig da und am ersten Tag schon gleich gar nicht, also am Mittwoch gar nicht, am Donnerstag vielleicht einmal, am Freitag habe ich es auch ein, zwei Mal fahren sehen und bei uns gegenüber war gleich so eine Dixie-Stadt, sage ich jetzt mal, mit 6 Dixies, glaube ich,
Und wir haben ja das immer beobachten können und das sind echt nicht oft gekommen. Aber dafür am Samstag sind sie natürlich dann alle 10 Minuten gekommen und das Ding ist ja nicht gerade leise. In der Früh um 5 fängt der Krach an. Und dann aber wirklich stündlich. Ich glaube, die kriegen einen Wochenendzuschlag. Morgen, weil das haben sie dann knallhart ausgenutzt. Weil da waren sie dann präsent, aber da hat es uns ja nicht mehr viel gebracht, weil dann haben wir ja erstens schon mal für die Keramik gezahlt, was eh viel geiler war. Und zweitens, ja, am letzten Tag ist muss man jetzt nicht mehr so oft. Aber wie gesagt, auf der Keramik war es natürlich am schönsten. Und den Euro, den habe ich gern gezahlt. Ich habe sogar eine zweite Marke, die habe ich aber gar nicht mehr gebraucht, die habe ich mit Handnummer. Also ich habe 2 Euro gezahlt und war halt einmal kacken, das ist auch gegangen. Man hat auch überhaupt gar nicht lang anstehen. Wir sind hier zu dem Infostand, das ist so ein Container, da kauft man seine Marken, dann kann man reingehen. Und da war eigentlich ziemlich viel frei und man hat dann auch richtig schön sitzen können. Generell hat man einen schlechten Empfang gehabt auf dem Rockarts Festival, aber beim Kacken komischerweise 3G, also vollen Internetempfang, und da habe ich dann mein ganzes YouTube-Zeug erledigt. Oder habe ich dann eine Zeit für mich gehabt und war halt echt kacken, also ich war halt kacken, Mann. Ich habe eigentlich schon gesagt, dass ich kacken war. Ebenso wenig anstehe hat man an den Essenständen, mein, was eigentlich ganz cool ist. Ich meine, es waren recht viele Leute, aber es waren auch haufenweise Essenstände. Es hat wirklich alles gegeben. Und ich habe echt reichlich gegessen und richtig gut. Du Siffler, erzählst du unseren Zuschauern auch was von dem Gurkensalat und dem Leberkäse, den wir gegessen haben auf dem Festival? Ja, im nächsten Video auf jeden Fall. Ja, aber wirklich, gell? Ja. Und die Gurken nicht vergessen, weil die Gurken sind sehr wichtig. Auch auf dem Festival. Ja, keine Angst. Nerv mich nicht. Und jetzt hau ab. Ja, ich bin schon weg. Schön, komm, geh mal. Ich habe am Freitag sogar ein bisschen zu viel gegessen. Ich glaube, die Thai-Nudeln waren nicht so gut. Aber wie gesagt, es ist dringend notwendig, dass ich darüber ein eigenes Video mache, denn wer mir auf Twitter und Facebook folgt, hat ja mitgekriegt, was uns kredenzt wurde am Zeltplatz, beziehungsweise was wir uns da gekocht haben. Weil wir sind immer sehr speziell unterwegs und deswegen braucht Essen ein eigenes Video. Wenn ihr das natürlich nicht verpassen wollt, dann müsst ihr natürlich Tagsiffler abonnieren. Auf dem Festival darf natürlich eins nicht fallen, und zwar sind dies die Bands. Und sogar ich habe Bands gesehen, obwohl ich die ganze Zeit am Rumsandeln war, eigentlich meiste Zeit. Die Shows waren auch grandios und die Bands natürlich sowieso. Was ich unbedingt sehen wollte, war Sabaton. Da muss ich aber leider dazu sagen, es war... Ja, die Show an sich war richtig geil, nur ich meine, dass die... Die waren ein bisschen leise, die hätten ruhig ein bisschen voll auftragen. Da hat man den Druck gefeilt, aber Sabaton ist trotzdem saugeil. Was ich alles gesehen habe, war, und jetzt kommt es in chronologischer Reihenfolge: Battle Beast, Sodom, Amorphis, Sabaton, Bullet, Xandria, Motor Jesus, Gloryhammer, Sonic Syndicate, Powerwolf, Knorkator und in Extremo ein Teil, dann war ich fix und fertig und bin ins Bett. Die wichtigsten für mich habe ich gesehen. Children of Bodom habe ich leider nicht gesehen, denn zu der Zeit bin ich gesandelt, und zwar in Richtung Teufelswand. Da habe ich die Teufelswand bestiegen, bin danach, habe ein bisschen sinniert, habe auch ein Foto gemacht. Und da ist mir dann eingefallen, warum ich Festivals so liebe. Und warum ich Festivals liebe, das seht ihr da direkt gleich neben mir. Klickt auf das Video, wenn ihr das wissen wollt, warum. Unten drunter noch ein Video, das letzte, und zwar war das die Festivalhygiene. Welche Möglichkeiten dass man hat, dass man sauber bleibt, gell? Falls euch sowas interessiert. Generell sage ich, abonniert den Kanal, gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Teilt es auf Facebook, Twitter, Instagram und der ganzen Social Media Gram. Und natürlich folgt mir überall, wo ihr mir vorhin kennt. Denn ihr seht immer Live-Fotos, wo ich gerade bin, was ich mache, wie auch immer. Weil ich habe nämlich zum Beispiel jemanden getroffen, eine ganz, ganz große YouTuberin, wo ich mir richtig gefreut habe, dass ich die getroffen habe. Und zwar war das, jetzt heißt der Kanal Skepner. Sie selber ist die Jenya. Und ich wollte mich nochmal dafür bedanken, dass wir miteinander Knorkator haben angeschaut. Und ja, das war's dann auch schon. War's auch geil. Auf jeden Fall bin ich jetzt heuer noch auf Summer Breeze. Wenn ihr wollt, dass wir uns sehen, schreibt's mir an. Wir finden uns schon. Jetzt bleibt mir aber nur zum Song. Ich freue mich, wenn ihr euch freut. Dann freuen wir uns miteinander. Und in diesem Sinne, okay, auf gut bayerisch. Pfiat's euch. Und haut's rein. Und bis zum nächsten Festival. Wie immer.